Moinsen, ihr Flitzbieben, ihr flaumbärtigen Lumpen und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der Cubase-Erklärbär und heute verdinge ich mich mal als Behringer X32-Erklärbär. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Warum mache ich das? Weil der liebe Dennis, ein Freund von mir, mir eine WhatsApp geschickt hat und wollte von mir wissen, wie ich damals denn die In-Ear-Wege gemacht habe, als wir noch zusammen unterwegs waren mit Any Color, einer Pink Floyd Tribute Band. Und ich hatte schon einen leichten Schreck gekriegt. Ich dachte, der Dennis wollte mir mitteilen, dass die sich wieder vereinigt hätten und ich die wieder live mischen soll. Ja, aber wie gesagt, das war nur ein kurzer Schreck, bis ich gemerkt habe, dass der Dennis nur eine Frage hatte. Zwinkersmiley. Ja, in ihr Monitoring, wie habe ich das gemacht? Ich versuche es mal relativ kurz und bündig und von der Reihenfolge einigermaßen sinnvoll zu erklären. Ich erkläre das anhand der X32 Edit Software, ist A für das Video jetzt etwas günstiger und weil es halt einfach übersichtlich ist und man sieht, was ich hier mache. Davon abgesehen habe ich mein X32 sowieso gerade nicht hier. Ich würde solche Einstellungen, die ich jetzt gleich vornehme, sowieso immer mit einem angeschlossenen Rechner übers Netzwerk und so weiter anstatt mich da mit diesem Mäusekino vom X32 rumzuschlagen, das ist doch eine viel schönere Bedienoberfläche. Also, oh, ein Bäuerchen. Also, als erstes müssen wir mal dafür sorgen, dass wir ein paar Busse anlegen, auf denen das In-Ear-Monitor-Signal auch auf die Ausgänge geroutet wird. Dafür gehen wir hier mal aufs Routing-Tab. Und ich habe jetzt hier eine Session bzw. eine Szene offen und da habe ich jetzt hier schon mal einen In-Ear-Monitorweg IEM oder IEM für den Dennis angelegt sozusagen. Na, sagen wir mal, das steht hier, eigentlich steht das alles so, zack, zack, zack. Und dann sage ich, okay, auf dem Ausgang 9.10 soll der Mixbus 9.10 rausgeleitet werden sozusagen. Das ganze Post-Fader, damit die Bewegung des Faders auf dem Bus 9.10 halt auch eine Wirkung zeigt am Ausgang 9.10, wenn wir das hier, ne, man kann hier mit Rechtsklick drauf und dann könnte man sagen, wir gehen Pre-Fader, muss man natürlich dann bei beiden machen und dann könnte ich hier am Bus vom Dennis rumschieben, was ich will. Ganz runterziehen, am Output 9.10 käme immer noch volle Suppe an. Also, das wollen wir nicht. Wir wollen ja, wenn der Dennis sagt, oh, mein Kopfhörer ist zu laut, wollen wir das ja hier leise ziehen können. So, also zurück ins Routing. Ne? Deshalb bitte Post-Fader. So, wir haben also jetzt den In-Ear-Weg. Ne? Hier sind ja schon ein paar andere angelegt. Und auf 9, Ausgang 9.10 ist der Bus 9.10. Ich könnte auch den Bus 13.14 nehmen. Aber der Übersichtlichkeit halber mache ich es immer so, dass ich den Mixbus analog zum Output wähle. Weil dann weiß ich, okay, der Dennis ist auf Bus 9.10 und dann kommt er an der Stagebox auch auf 9.10 raus. Ist für mich einfach der Weg, um es mir einfach zu machen. Also, den Bus haben wir hier angelegt. Jetzt zeige ich euch mal meinen Saalmix, in Anführungsstrichen. Ne, hier sind ein paar Kanäle, Schlagzeugspuren, Bass, Gitarre, Gesang, ein Cubase-Return, wo zum Beispiel der Klick drauf laufen könnte und zwei FX-Returns. Das könnte auch so aussehen, aber ich brauche gerade nicht mehr Kanäle, deshalb wähle ich mir die hier an. So, das ist mein Saalmix und ich kann dann, indem ich hier meine Busse anwähle, na, das können entweder hier die In-Ear-Busse sein oder hier unten auch der FX-Send 1516 zu den FX-Geschichten, zu den Effekten, aber das würde jetzt auch wieder zu weit führen. Also, ich klicke hier einfach mal auf so einen In-Ear-Monitoring-Bus und wenn ich den anklicke, dann ist das dasselbe, als würde ich auf der X32 diesen Knopf hier, Sense on Fader, anklicken. Ich muss natürlich, bevor ich den Sense on Fader klicke, mir hier erstmal einen Bus
mit Select auswählen. Ne, und dann müsste ich halt hier einmal auf Bus 9 bis 16 und dann ist hier der Bus 9, hier Bus 10. Und die sind hier gelinkt. Habe ich das schon gezeigt, wie gelinkt wurde? Ist das Link? Da muss ich wieder einen Schritt zurückgehen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Also, die sind schon gelinkt, ja. Also, normalerweise wären die, wenn ich die neu anlegen würde, ne, ich zeige das mal mit den beiden hier, so, oder, also Quatsch, ich habe die ja wieder entlinkt. Also, das ist ja ein In-Ear-Monitoring-Weg, Stereo, und deshalb muss ich die beiden Kanäle mal linken und das muss ich dann bestätigen. Und jetzt, ne, nur der Vollständigkeit halber, wenn das ein Monobus wäre, dann mache ich das natürlich nicht, weil den will ich ja separat behandeln. So, zurück zum Bildschirm von der X32. Also ich selecte den Bus 9, klicke dann auf Sense on Fader und dann sind die ganzen Fader, die ich hier sehe, nur für die Sendwege auf den Bus 9 und 10 in unserem Fall, weil Stereo gelingt. Die Mute-Tasten sind quasi, wenn wir das hier uns angucken, so sieht das aus, wenn alle Mute-Tasten bei Sense on Fader leuchten. Und wenn ich den hier anklicke, dann geht die Mute-Taste auf dem X32. Na, sagen wir, das ist hier unser Kick-Out-Kanal. Dann würde der hier ausgehen. Beziehungsweise wenn ich den hier, das ist glaube ich das Snare-Mikrofon, wenn ich den hier entmute, dann würde das hier so aussehen. So, wir sind also im Sense-on-Fader-Mode für den In-Ear-Monitor-Bus vom Dennis. Und jetzt können wir uns erstmal sagen, welche Kanäle. Na, dann fragt man den Musiker auf der Bühne, was willst du auf deinem In-Ear haben? Dann sagt er zu mir, okay, ich will die Kick, die Snare, die Tom, Overheads, alle Instrumente, den Klick und den Effekt will ich haben, das ist irgendwie der Hall und das Delay von dem Sänger, das will ich nicht haben. So, und dann mache ich mit Dennis ein Zeichen aus auf der Bühne. Ich schiebe dir jetzt mal die Kick zu und wenn laut genug ist, dann zeigst du mir den ausgestreckten Mittelfinger. Ist das internationale Zeichen für der Sound ist super, lass das so. Also, ne, ich schiebe die Kick nach oben, sagt er, alles klar, reicht. Und dann schiebe ich mir die Snare dazu und die Tom, ne, sollte klar sein, was damit gemeint ist. Und ich erstelle ihm also jetzt, so wie er das möchte, seinen In-Ear-Mix und noch ein bisschen Effekt dabei. Zack, und jetzt hat der Dennis oder wer auch immer seine In-Ear-Mischung und die ist anders als meine Saalmischung. Die sähe dann irgendwie so aus. Zack, zack, zack. Ganz viel Effekt. Keine Ahnung, ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Ne, der Klick ist natürlich auch im Saal aus und jetzt sieht man das deutlicher, wie sich die Federstellungen verändern. Ich muss auch nicht immer hier hin und her. Ich kann einfach immer draufklicken und dann wechsle ich die Ansicht. Wir wollen die Signale, die wir auf den In-Ear-Bus schicken, natürlich nicht Post-Fader rüber schicken, weil sonst würde sich, wenn ich jetzt sage, die hier den Effekt, oder sagen wir mal, ich mache den Bass für mich im Saal lauter und der Dennis will den aber nicht so. Na, er ist Bassist, natürlich will er den so laut. Und ich hätte Post-Fader den Sendweg vom Bass. Ne, wir sind hier auf dem Basskanal und dann klicke ich hier oben auf die Sendwege und dann kann ich ihm sagen, der Dennis soll den bitte hier Pre-Fader bekommen und nicht Post-Fader. Wenn der Post-Fader wäre, würde sich mein Saalmix auch auf Dennis sein In-Ear-Monitoring auswirken. Das wollen wir natürlich nicht. Die Abgriffspunkte Input, Pre-EQ, Post-EQ, ja, weiß ich nicht, kann man machen, aber auf jeden Fall nicht Post-Fader. Input wäre quasi direkt hier abgegriffen nach der Input-Section. Pre-EQ wäre quasi hier abgegriffen, also quasi das Noise Gate würde noch greifen, aber der EQ, ne, wenn ich hier irgendwelche wilden EQ-Einstellungen gemacht hätte, dann würde der Dennis davon auf seinem In-Ear-Monitor jetzt nichts mitkriegen bei der Pre-EQ-Einstellung. Bei Post-EQ würde er das hören und
Der Unterschied zu Post-EQ ist aber noch die Dynamic Sections, oder? Ne, Pre-EQ, Post-EQ. Ich glaube, Post-EQ ist hier abgegriffen und Pre-Fader ist hier abgegriffen. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher und ich kann ja auch die Dynamics vor den EQ schieben und so. Naja, das muss man im Zweifelsfall dann nochmal ausprobieren. Ich habe meine Monitor-Geschichten aber immer auf Pre-Fader stehen. Macht meiner Meinung nach jetzt erstmal am meisten Sinn, weil wenn ich jetzt hier am EQ rumschraube und damit der schön klingt, ja gut, kann man geteilter Meinung sein. Der eine oder andere will auf seinem Monitor die EQs drauf haben, der andere nicht. Und vor allem, wenn man hier Wedges auf der Bühne, also Monitor-Lautsprecher benutzt, da sollte man dann mit der Dynamic-Bearbeitung ein bisschen vorsichtig sein, wegen Rückkopplungen und solchen Geschichten. Ja, was fällt mir noch ein? Wenn wir hier im Sense- und Fader-Mode sozusagen sind, dann haben wir hier trotzdem noch Zugriff auf den Output für den In-Ear-Weg. Wenn der Kopfhörer insgesamt zu laut ist oder wir das den Sender oder den Kopfhörerverstärker, je nachdem, was da dran hängt, schon den Input überfahren, dann ziehen wir hier natürlich runter und so. Aber ja, das sollte eigentlich klar sein. Wir können natürlich dann auf dem In-Ear-Weg noch einen EQ, dann sagt der Dennis, er hätte auf seinem, ihm sind generell die Höhen etwas zu krass auf seinem In-Ear-Kopfhörer. Na, dann kann ich hier EQ-mäßig einen High Shelf oder was auch immer. Ich kann auch den In-Ear-Weg nochmal mit dem Kompressor bearbeiten, wenn das gewünscht ist, wenn das Sinn macht. Wie auch immer, Gate, ja, gibt es gar nicht auf dem Bus, sehe ich gerade. Wir können hier nochmal ein paar EQ-Einstellungen und Dynamic-Einstellungen für den In-Ear-Bus vornehmen. Ja, fällt mir noch was ein? Ne? Ich glaube, das war es. Und dann bleibt mir noch zu sagen, haut Schlag rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben.